Wir sind heute auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen gegen die geplante Abwrackprämie 2.0 und weitere bedingungslose staatliche Hilfen für die Automobilindustrie. Die Branche nutzt die Corona-Krise, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken und öffentliche Hilfsgelder einzufordern. Eine Branche, die schon vorher in der Krise steckte, jetzt zu unterstützen, wo Menschen mit Covid-19 alleine gelassen werden, ob Geflüchtete, Pflegekräfte oder anders prekär beschäftigte Menschen, ist an Absurdität gar nicht zu überbieten. Dass viele Menschen in Deutschland dagegen sind, scheint jetzt auch die Bundesregierung gemerkt zu haben, die weitere Verhandlungen vorerst ausgesetzt hat. Dies zeigt uns, Protest wirkt. Es war richtig und wichtig, dass wir heute auf die Straße gegangen sind. Wir fordern keine staatlichen Hilfen ohne Verpflichtung zu einem Rückbau, einem Umbau und einer Demokratisierung der Automobilindustrie.